Mittelfeldspieler Luka Modric von Real Madrid wurde beim FIFA The Best Award zum Weltfußballer 2018 gewählt. Dies und mehr in dieser Folge der News. Viel Spaß dabei! Der kroatische Mittelfeldspieler setzte sich bei der Wahl gegen Cristiano Ronaldo von Juventus Turin und Mohamed Salah vom FC Liverpool durch. Es sei eine große Ehre und ein großartiges Gefühl. Diese Auszeichnung gehöre nicht ihm allein, sondern auch seinen Teamkollegen bei Real Madrid und der Nationalmannschaft, sagt der Vize-Weltmeister. Er danke auch immer seiner Familie. Ohne sie wäre er nicht der Spieler, der er sei. Der 33-Jährige wurde schon bei der WM 2018 in Russland als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Als Kapitän führte er die kroatische Nationalmannschaft bis ins Finale, scheiterte dort allerdings an Frankreich. Auch im Verein blickt der zentrale Mittelfeldspieler auf eine erfolgreiche Saison zurück. Mit Real Madrid gewann er 2018 zum dritten Mal in Serie die Champions League. Bei der Gala im Rahmen des FIFA The Best Award wurde die beste Elf des Jahres prämiert. Angeführt wird sie von Cristiano Ronaldo und Luka Modric. David De Gea von Manchester United steht im Tor dieser Weltelf. Das hat viele überrascht, denn obwohl der Welttorhüter in diesem Jahr Thibaut Courtois heißt, was auch vollkommen berechtigt ist, hat sich David De Gea den Stammplatz im Tor der Weltelf gesichert. Auf der Rechtsverteidigerposition findet sich Sergio Ramos von Real Madrid. Dies ist eigentlich weniger überraschend, obwohl er nach seinen Aktionen im vergangenen Jahr eher umstritten ist für diese Position. Auch Rafael Varane steht in dieser Weltelf. Der Weltmeister darf sich endlich mal wieder in der Weltelf zeigen und ist der rechte Innenverteidiger. Marcelo von Real Madrid steht ebenfalls in der Weltelf als Linksverteidiger. Das Mittelfeld wird angeführt vom Weltfußballer Luka Modric. Seine Nominierung war keine Überraschung, das ist jetzt aber letztendlich zu den Titeln des besten WM-Spielers, Europas Fußballer des Jahres und des Weltfußballers gereicht hat, ist schon beeindruckend. Aber er kann endlich mal auf ein schönes Jahr in seiner Karriere zurückblicken. Ebenfalls im Mittelfeld dieser Weltelf vorzufinden ist N'Golo Kanté. Bei Chelsea hat er mit überragenden Leistungen überzeugt. In der französischen Nationalmannschaft hat er auch eine wichtige Rolle gespielt und gewann mit ihr letztendlich auch den WM-Titel. Kommen wir weiter ins Mittelfeld und ebenfalls dort spielt auch ein Spieler vom FC Chelsea, Eden Hazard. Er war auch eine der Stützfiguren bei der Belgier WM, auch für die Premier League und die internationalen Wettbewerbe von Chelsea. Also hat er auch eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt und ist dann zu Recht in dieser Elf. Auf dem rechten Flügel des Mittelfeldes spielt eigentlich einer, der als Rechtsverteidiger spielt in der Elf, wird er aber als rechter Flügel im Mittelfeld gelistet. Dani Alves von Paris Saint-Germain. Hat eine solide Saison gespielt, die WM verpasst. Man kann sich drüber streiten, aber man muss auch sagen, dass er auf der Rechtsverteidigerposition keine so wirklichen Konkurrenten hatte. Klar, man kann jetzt zum Beispiel Benjamin Pavard dort als Beispiel nehmen. Er ist aber allerdings mehr als Innenverteidiger eingesetzt worden. Von dem her ist Dani Alves dort schon eine Wahl, die nachvollziehbar und vertretbar ist. Und zu guter Letzt kommen wir zu dem wohl geilsten Trio der Welt, wenn es zusammenspielen würde. Als rechter Flügel im Sturm, es war keine Überraschung. Er hat eine sehr überragende Saison bei PSG gespielt, eine überragende Weltmeisterschaft, immer Leistungen gezeigt, die für sein Alter wirklich unglaublich gut waren. Kylian Mbappé hat sich diesen Platz wohl mehr als verdient. Wer an die Position des Mittelstürmers kommt, war dieses Jahr ganz spannend. Harry Kane, Karim Benzema und Robert Lewandowski, alle waren sie Anwärter auf diese Position. Am Ende hat es aber CR7 gemacht. Seine Saison bei Real war vielleicht nicht die beste. Bei der WM konnte er aufblitzen, aber wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht, war es doch eine eher schwächere Saison von CR7. Bei Juve hat der Start auch nicht so gut hingehauen. Mal gucken, wie es sich noch entwickelt. Aber auf jeden Fall gehört er in eine Top 11 der Welt, da er aus dieser einfach nicht mehr wegzudenken ist. Dasselbe gilt allerdings auch für seinen engsten Rivalen Lionel Messi. Er hat für Barca eine überragende Saison gespielt, die WM und die ganze Geschichte in der Nationalmannschaft war jetzt vielleicht nicht so überragend, aber für Barca hat er stets sehr, sehr gute Leistungen gezeigt und konnte immer wieder sein Können unter Beweis stellen.
Damit ist aber auch klar, dass Spieler wie Mohamed Salah oder Kevin De Bruyne nicht in dieser Weltelf stehen, was bei ihren Leistungen schon etwas fragwürdig ist. Was ist eure Meinung zu den Themen? Wen habt ihr als Weltfußballer gewählt und wie findet ihr die Weltelf? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Jetzt kommen wir zu der Gerüchteküche des heutigen Tages. Der FC Bayern hat angeblich die Fühler nach Torhüter Odysseas Vlachodimos von Benfica Lissabon ausgestreckt. Das berichtet die portugiesische Zeitung Record. Demnach seien die Münchner an einer Verpflichtung des 24-jährigen Deutschen interessiert, weil ihm zugetraut wird, als Investition in die Zukunft auf längere Sicht Manuel Neuer zwischen den Pfosten ersetzen zu können. When you wanna give me that, you purchase a plane ticket. Run around now when I bust it down, then what shit like them lames did. It got a dick with my dick's mirror lips, dude. Basically, if this bitch lay with me, she paying me. I'm on some pimp shit for real. This 2 a.m. club was about to close up. Thumbing through my contacts, about to call one of my hoes up. Then I'm